Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Und es tut mir mega leid, dass es in letzter Zeit so, ja, spartanisch rüberkam. Nee, spartanisch hochgeladen wurde, haha. dass ich halt in letzter Zeit echt wenig dazugekommen bin. Ich habe schon die Let's Plays jetzt runtergefahren, beziehungsweise also die Abstände, in denen ich Let's Plays aufnehme und hochlade, ist euch bestimmt aufgefallen. Einfacher, weil ich ja nicht mehr dazu gekommen bin. Ich habe jetzt halt noch einen Nebenjob angenommen, weil es einfach mit der Selbstständigkeit jetzt nicht mehr so gut lief, beziehungsweise also ja, es läuft schon nicht schlecht, aber es ist halt, ja, wie es halt bei Selbstständigen ist, die Einnahme ist halt nicht konstant und nicht safe. Deswegen habe ich jetzt noch einen Nebenjob angenommen als Kunstlehrer, aber ja, mehr Arbeit ist halt ja schwieriger, wenn man nebenher noch streamt und YouTube macht und andere Hobbys hat. Wobei ich jetzt das Streamen nicht mehr als Hobby sehe, weil ich damit auch Geld verdiene. Aber YouTube ist halt komplett Hobby, weil wir beim Streamen mache ich jetzt eigentlich keine Strategiespiele, weil es einfach ja ist nicht die richtige Community dafür und genau, dementsprechend warte, ich mach mal ein bisschen so ein bisschen leiser. Genau, ist halt der falsche Community, aber ja, Strategie macht mir halt mega Spaß. Deswegen will ich das eigentlich nicht missen. Genau. Aber wie gesagt, YouTube wird jetzt ein bisschen weniger hochkommen. Also jetzt Sparta mache ich fertig und dann Expedition. Ach komm. Jetzt fängt im Wald die Motorsäge an. Moment, ich mach mal kurz das Fenster zu. Fenster zu! Okay, kaum ist das Fenster zu, stirbt jemand. Ja, ich hätte doch weiter liften sollen. Okay, gescheiterter Bestechungsversuch. Forschung, Militärsabotage, so ein natürlicher Tod. Okay, natürlicher Tod ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, genau, also Sparta wird fertig gemacht, auf jeden Fall. Expedition Rome kommen jetzt auch wieder welche hoch. Wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt sind schon wieder welche hochgeladen worden. Das Problem war einfach, dass ich, oh, hallo, dass ich, ja, ich habe ja, man kann ja mit drei verschiedenen Klassen, beziehungsweise so Strategos und die anderen zwei Eigenschaften anfangen und ich habe nicht mit Strategos angefangen, weil, keine Ahnung, weil ich dumm bin und ich wollte es aber mit Strategos durchspielen und deswegen habe ich das neu angefangen und bin jetzt, glaube ich, fast wieder bei der Stelle angelangt, wo ich mit dem Stream aufgehört habe und dementsprechend wird da jetzt bald wieder was Neues hochkommen, beziehungsweise neue Folgen. Was gibt's denn hier? Baukosten weniger, brauche ich nicht. Verstärkungsrate ist gut. Da machen wir die Verstärkungsrate voll. Genau, also Expeditions Rome kommt noch
Und Syrakus wird auch wieder passieren, oder halt wird wieder anlaufen. Momentan bin ich aber immer noch nicht weiter als, ja, 85. Weiter fortgeschritten. Also ich habe jetzt schon, ich glaube, 4 Stunden, 3 Stunden, ja, sagen wir mal 3 Stunden, nochmal reingesteckt, und ich bin genau da, wo wir aufgehört haben. Also momentan ist es wirklich so, dass es ein, wenn ich an der einen Seite vorkomme oder vorpresche, kommt dann ja auf der anderen Seite wieder, keine Ahnung. Ja, wenn ich, also ich war in Zwischenzeit schon bis hier, also habe die 3 eingenommen. Dann kam von hier Ägypten und wer ist hier ganz unten? Nicht Baktrien, sondern irgendein lustiger Name ist hier. Ah, weiß ich gar nicht mehr. Aber dann haben die hier alles eingenommen bis zur Hauptstadt, und dann musste ich wieder mit den Armeen hier rein. Und dann kamen die anderen wieder. Also ja, ist ein Vor- und Zurückspiel. Dann ist es auch so, dass ich am zweiten taktischen Tutorial arbeite, wo ein paar von den Seleukiden-Schlachten, die ich jetzt nicht im Let's Play habe, die werden dann. Ui, das hat ein bisschen geruckelt. Die werden dann da auseinandergenommen, weil man da sehr gut sieht, was die Stärke von Kavallerie ist und was die Stärke von eben anderen Einheiten sind. Und da wurde schon öfters nachgefragt, weil ich habe ja eine Tutorial-Reihe zu Rome 2 gemacht. Und da wurde jetzt auch schon öfters nachgefragt, was man machen kann, wenn der Gegner so viele Fernkämpfer hat, wenn der Gegner so viele Kavallerie hat und so weiter und so fort. Und genau, dementsprechend bin ich da fast so weit, dass ich ein neues Video machen kann. Fehlen mir nur noch ein paar gute Schlachten, sage ich mal, wo man auch was lernt. Genau, und dann das Sparta-Mythos-Video. Das, wer ist das denn? Das sind die Iren, oder? Genau, das Sparta-Mythos-Video, das ist auch noch in Mache, immer noch seit viel zu lange. Aber wie schon öfters gesagt, also ich habe jetzt ja so viel zusammen gepackt und also zusammengeschrieben. Ja, das hat geklingelt, Moment. Ja. Gut. Ziellose Piraterie. Natürlich weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich vor den Post-Heini erzählt habe. Das war auch so der Post. Das war auch so ein. Ach Gott. Einfach so ein Typ, der hatte alle Zeit der Welt. Von wegen so, ja. Ja, hier, Code. Einlesen und ja, hier noch Zoll. Ja, das macht so, ja, 21 €. Ja, danke. Und so, also, Alter, okay. Naja, zum Glück habe ich hier pausiert.
Und zum Glück war es kein Stream. So. Der braucht jetzt, glaube ich, noch ein bisschen, um Garnisonen aufzubauen. Ich glaube, ich war gerade beim Auflisten, was jetzt dann alles noch passiert, ne? Genau, Rome habe ich erzählt, also Expedition Rome. Dann Seleukiden muss ich noch weiter selbst spielen, bevor ich es raushauen kann oder wieder ein Let's Play, Entschuldigung, aufnehmen kann. Es sei denn, ihr seid halt so, ja, alles gut, wollen wir alles sehen. Das Problem ist halt wirklich, dass es seit 7, 8, 9 Folgen eigentlich immer dasselbe ist. Und das würde ich ja auch nicht. Also. Genau. Und. Genau, dann vielleicht noch ein Tutorial, also dann zu Taktiken. Erfahrung, sehr gut. Ah, nee, hat er jetzt gar nicht gemacht. Genau, zu Taktiken und genau das mit dem Sparta-Mythos. Genau, da bin ich immer noch dran, also keine Ahnung, wann ich das schaffe. Ja, gerade habe ich echt wenig Zeit dafür, das ist echt kacke. Weil an sich dachte ich, dass ich die letzten Jahre oder letzten Monate nicht so viel Zeit hätte, aber da hätte ich es ja machen sollen, und weil jetzt habe ich noch weniger Zeit. Ech, ist ein bisschen blöd. Der hat immer noch keine Garnison, aber zum Glück greift der gerade nicht an. Genau. Auf jeden Fall bei den Mythos-Dingen, da habe ich halt so viel Zeug zusammengeschrieben, das waren über 40 Seiten oder so. Und ja, das in 10 Minuten oder um die 10 Minuten zu kürzen, ist halt mega, mega problematisch. Also nicht problematisch, aber es braucht halt Zeit. Vielleicht wäre es euch möglich. Geben wir dem mal 8000 Diapinats für uns. Genau. Also ich habe es jetzt schon mal auf die 10 gekürzt, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, auf die Top 10 der bekanntesten Mythen, sowie die Kindertötung und ja, die ich glaube die 300 habe ich jetzt gar nicht reingetan, so mit der Phalanx und so, dass die damals bei der Schlacht um die Thermopylen überhaupt noch gar nicht erfunden war. auf jeden Fall, ja, so in dieser Richtung. Natürlich komme ich nicht zu euch. Und wenn ich jetzt zu denen gehe, dann gehen sie ins Wasser. Dann hole ich mal da noch eine Flotte. So. Ich bin mir halt nicht so sicher. Ja, hier. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob ich jetzt hier hingehen soll oder. Ja, komm. Ich gehe dahin. Und. Genau, wenn die erobert wird, die brauchen wahrscheinlich auch 2 Runden, um hier hinzukommen, dann ist das so, beziehungsweise dann kann ich halt noch schnell zurück oder halt mit der Flotte dann hier verstärken. Okay. So.
Was ist ja jetzt eigentlich der große Plan? Also, hier die letzten, also Abtrünnigen rausschmeißen, Britannia einnehmen, das reicht, da reichen eigentlich wirklich die zwei Armeen. Dann kann ich mit der Armee, ja, brauche ich halt noch drei Runden. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht 5. Um hier hinzukommen. Und dann muss ich die da irgendwie erobern, beziehungsweise da ist ja. Da ist ja schon eine Armee. Okay. Dann. Hier. Ich mach das mal so. Krass, Germanien ist jetzt so winzig. Alter, die wurden jetzt echt auseinandergenommen. Okay, hier gehe ich dann so eine Schlaufe oder wahrscheinlich dann so. Wo ist noch eine Armee von mir? Hier? Krass. So, also der da macht hier nichts, sondern geht gleich mal hier hin. So, war auch keine Armee drin, deswegen ging es easy. Das ist die Kornkammer. Nein. Ach, ich klicke immer so schnell. Ich muss niesen. Ja. Entschuldigung. Ach, hier belagere ich. Ah ja. Cool. Warte, automatisch ist 80. Warte, der hat eine Flotte von 1000. Und dann hier wahrscheinlich auch so 1200 und dann... Ja, nee. Ja. Okay, das werden wir kämpfen. Ja. Muss schon hier rein. Muss schon irgendwie hier rein. So, das ist, glaube ich, eine ziemlich interessante Schlacht. Wieso sieht die denn so aus? Ach, ja, weil es ein germanischer Stamm ist, der das erobert hat. Ja, ich kenn's halt anders. Weil das ist ja die Hauptstadt von den Seleukiden. Aber finde ich ja cool, dass die jetzt auch so Erdwälle haben. Und keine befestigte Stadt. Was eigentlich auch sehr seltsam ist, ne? Weil, wenn man so eine... Also, würden die das machen? Also, würden die Germanen, wenn die so eine fette Stadt einnehmen, würden die... Ah, nee, das war... Würden die Mauern abreißen, abbauen und dann, um halt selbst die Sachen zu machen? Ich frage mich nur so, weil an sich, das sind doch, habe ich alle? Ja, weil das sind doch richtig krasse Gebäude und krasse Mauern. Also ich weiß nicht, ob die das dann wirklich einfach so lassen würden. Also ich kann gerade nicht reden, Entschuldigung. Dass die das dann abreißen würden und nicht so lassen würden, so. So, die da müssen hier landen und gehen dann gleich hier rein.
Wäre natürlich auch eine Option gewesen, die dann abzufangen. Ja, nee, nicht während wir hier beschossen werden. Hier sind irgendwie kaum welche, ne? Hm. Warte mal, ich mach mal so. Alter. Ist natürlich auch ein Unterschied, ist natürlich auch ein Unterschied, wo die stehen, ne? Weil so eine niedrige Mauer, das wäre nicht so gut gewesen für unsere Bogenschützen. Die brauchen dann ja immer sehr viel mehr Munition, um die zu treffen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, greift gleich an. Das ist gut, dass die hier unterstützen. Aber ich glaube, die machen gerade zu viel Friendly Fire. Ja, hört mal auf. Ich glaube, die haben gerade ein bisschen zu viel Friendly Fire gemacht. So, die stellen sich hier hin. Okay, dann geht hier schon mal vor. Oh nein, die haben es verkackt. Oh nein, oh Mann, verdammt. Die haben es verkackt. Die haben es. Das wäre nämlich jetzt spannend geworden, wenn so eine fette Armee hier noch jetzt dazugestoßen wäre. Ja, ja. Wir haben einen Turm eingenommen. So. Was ist das? General. Der General ist das. Okay, hier kommen dann nochmal Verstärkung. Das heißt, ich könnte die da jetzt auch hier hochschicken. So, bitte Beacon anmachen. Wir haben einen Turm eingenommen. Ah, sehr schön. Ah, jetzt bewegen sie sich, oder? Bitte erstmal 4. So, und ihr beide auch. Und dann müssen wir hier hoch. Das wird halt noch sehr viele Einheiten kosten. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Jojo, jojo. Na, dann nehme
ich jetzt mal das da ein. Wobei hier, die da können mal die unterstützen. Seid ihr nicht bald fertig? Einmal schießen und fertig. Okay, hier, ach. Okay, die können eigentlich auch schon weiter. Ich könnte eigentlich auch den da jetzt einfach übernehmen. Also das Tor übernehmen, um den ein bisschen zu triggern. Ja. So, du bist hierhin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du eroberst den Platz. Gehen die jetzt dahin? Oh, das wär natürlich auch lustig. Wenn die jetzt alle hier hingehen würden, an den Strand und dann hier rauf gehen. Natürlich können die auch hier rauf. Aber wenn ich beide Türme einnehme, ist es ja egal, wo der kommt. Ey, wollt ihr den mal endlich töten? Meine Güte. Meine Jute, Güte. So, ihr holt euch mal die Türme. Ja, ich kann ihn vorspulen eigentlich. Wir haben einen Turm eingenommen. Ach, hier ist auch noch was. Hier ist ja auch noch was. Unser Feind hat einen Siegpunkt verloren. Ach, jetzt kommt er. Das feindliche Tor wird bald unser sein. Oh. Schade. Kurz bevor es angefangen hätte. Okay. Ah, das war disappointing. Das war nicht so gut. Das hätte noch so viel schwerer werden können. Also, es war nicht schwer. Es hätte noch schwerer werden können. Wieso ist die ganze Armee kaputt? Ich habe die doch gar nicht angerührt. Komisch. So, hier.
Sehr schön. Ja. Das sind die Männer schon da. Hier. Okay. Ah, hier. Sind auch schon alle Männchen da. Dann gehst du mal nach darüber. Ja, die könnten halt jetzt hier reingehen, ne? Das wäre natürlich nicht ganz so toll. Haben wir noch andere Familien? Oh, geil. Nee, leider nicht. Ach, ich könnte den da oben austauschen. Ich könnte den ersetzen. Weil der ist ja abtrünnig geworden, der Blödmann. Warte, wo? Der da. Genau. Sehr geil. Und der Große. Der Große, was? Nee, den General, den ich gerade ausgetauscht habe, der wird dann hier unten in Ägypten ein bisschen ja, verteidigen. Ich hoffe, der greift jetzt noch nicht an, weil dann muss der ja noch nicht verteidigen. Okay, so, jetzt schaue ich mal kurz, wo die ganzen Armeen sind. Also hier ist eine, hier ist ein Agent, hier ist eine, der hat was bekommen. Sehr schön. Genau, den mache ich gerade. Der kommt gerade zur Hilfe. Der kann jetzt eigentlich schon weiter. Stimmt, der könnte jetzt in Gewaltmarsch gehen. Genau. Dann die gehen dahin. Der plündert immer noch. Wieso bist du halb tot? Mal nach Hause. Hä? Wieso bist du halb tot? Ja. Keine Ahnung. Okay, das war's. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Nochmal sorry, dass es so spärlich jetzt kam. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr aufnehmen kann. Und ja, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, irgendwie so. Bye.